hier ist Ronja und die Izzy und ich spielen seit Ewigkeiten mal wieder Fashion Famous. Yeah, und zwar ist unser heutiges Thema Instagram Famous. Oh. Bist du Instagram Famous, Izzy? Ich bin Instagram, ich bin Topmodel, siehst du? Ein oh mein Gott. Ich bin Pro-Model, was ja zeigt, hey, dass ich... Ich bin jetzt wieder in der Luft. Oh ja, ich auch. Hi, was geht ab? Hi. Ja, wie viele Likes kriegen deine Instagram-Bilder so im Durchschnitt, Ronja? 4.000, 5.000. Oh. Also bin ich leider nicht so Instagram-famous wie du. Das tut mir schon im Herzen weh. Ja, komm drauf an. Warte mal, gibt's irgendwas typisch Instagram-mäßiges fürs Gesicht? Ich habe jetzt so lange Haare. Ich mache so ein Kardashian-mäßiges Ding, weißt du, vom Outfit. Oh no, okay. Das ist mein Plan. Ich hoffe, dass das funktioniert. Aber bis jetzt sehe ich noch nicht so aus. Aber ich kann notfalls nochmal wechseln. Wer ist denn sehr berühmt auf Instagram? Ich meine... Ich kenne da jemanden, also... Auch? Soll ich dich bauen? Das fällt mit Easy an. Easy und dann? Fällt mit Easy auf. Easy. Der bekannte Instagram-Account von Easy. Ja, den habe ich natürlich, dem folge ich. Warte, wir haben nur noch 2 Minuten Zeit fast. Ich habe noch nicht mal Haare auf dem Kopf. Ich glaube, bunte Haare sind der Weg. Das könnte ein Statement sein. Ich mache mir so Blumen, weil ich bin Natur, ne? Ist mir wichtig. Ach so, okay. Weißt du, eine von diesen Öko-Yoga-Tanten, die eine Ziege haben oder so? Und die sind dann die ganze Zeit so, hey, ich habe eine Ziege. Was hast du? Gibt es irgendein Tier, was du gerne hättest, was richtig ungewöhnlich ist? Ich hätte gern so einen kleinen Panda, aber die sind halt leider nicht so erlaubt. Und ich glaube, die würden auch nicht überleben. Aber die sind so niedlich, weil die halt auch immer überall runterfallen. Und dann sind die so klein und dick. Und die sind so süß. Oh, das ist echt niedlich. Was ist bei dir? Eine Schnecke? Nein, ein Seepferdchen. Seepferdchen. Oh, Seepferdchen ist gut. Seepferdchen darf man sich aber halten, oder? Riesen-Aquarium. Ja, aber es ist irgendwie blöd, die in so einem kleinen Aquarium zu halten. Wenn, dann würde ich so ein gigantisches Delfin-Aquarium kaufen, wo Wale reinpassen. Und dann sind da nur so 2 Seepferdchen drin und die sind so, yo. Warte mal, was hast du gesagt, du willst einen Panda? Aber es gibt hier keine Pandas für Instagram. Nee, die gibt's nur in China. Nee, ich meine, im Spiel in Roblox grad. Ja, nee, das stimmt. Die gibt's hier nicht. Was nehme ich denn für ein Tier? Die Leute haben doch Katzen viele, oder Hunde. Ja. Oh, das sieht gut aus. Ja, sieht gut aus? Ja. Das sieht, also soll zwar nicht so aussehen, aber das ist so ein bisschen verbuggt. Deswegen, kennst du, oh, warte, wir haben gar keine Zeit mehr. Es gibt doch so, oh nein, jetzt hat er die falsche Farbe. Warte, ich muss den nochmal ausziehen. Dann erkläre ich gleich, was ich meine. Ich kann nicht multitasken. Gar nicht so einfach, ne? Nee, warte, dann mache ich den jetzt pink. Ja, genau, das fühle ich. Das ist gut. Ich brauche eine Handtasche. Nein, ich brauche eine Handtasche! Mann. Oh no. Okay, so viel dazu. Hat nicht geklappt. Was ich meine mit dem Rock ist, es gibt doch so viele K-Pop-Stars haben diese Rumschnallröcke, weißt du, was ich meine? Die dann kein richtiger Rock sind. Und dann haben die darunter so Hosen und dann ist das so rumge... Ne? Ja. Ja, und sowas hast du. Genauso sieht das aus. Ich glaube aber, das ist, weil es verbuggt ist. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch so aussieht oder nur bei mir. Das ist jetzt ein Risiko, das muss ich eingehen. Hallo, frohes Neues! Okay, ja, das ist nicht schlecht. Die hat leider auch keine Handtasche, deswegen gebe ich nur 4 Sterne. Aber weil sie keine Handtasche hat. Nimmt mit Humor, die fühlen sich immer so. Die fühlen sich... Verstehst du das? Wie fühlen die sich? Wer? Ich bin nicht sicher. Ich verstehe sie nicht. Scheinkleister, ich wollte gerade drücken. Ich habe auch vergessen, zu warten. Ich bin leid. Okay, das ist gut, weil sie hat die Katzenohren, sie hat das Outfit. Ich gebe ihr 5 Sterne. Sie hat das Gesicht. Tatsächlich. Wenn ich ein Instagram-Model wäre, würde ich mich so anziehen. Die Ansprüche sind jetzt nicht mehr so hoch, ne? Wieso? Wegen der... Ja, sie hat doch mal ein Outfit. Sie hat ein Statement. Das ist was. Nee, das bin ich nicht. Aber lustige Kopfbedeckung und Handtasche. 5 Sterne. Ja, aber ja, wirklich 5 Sterne. Yes. Sind das die echten? Also Izzy und Ronja. Ich würde ja im Chat schreiben, aber ich kann es nicht. Ronja, oh, sie ist Kylie Jenner. Fake. Warum schielt Kylie Jenner? Wirklich? Aber es sah cool aus. Easy. Auch. Das stimmt gar nicht. Achtung. Sie lügt dich an. Was hat sie denn für ein wildes Outfit? Warte, ich habe gar nicht richtig drauf geachtet. Ich habe auch nicht, aber das sah richtig cool aus. Lügner. Oh, das bin ich. Ronja, du siehst original aus wie im echten Leben, muss ich sagen. Ja, mit den grünen Haaren und... Siehst du, sieht der Rock bei dir auch so aus oder nur bei mir? Nee, sieht auch so aus. Sieht sehr, sehr nice aus. Danke.
hat eine Eingebung. Jetzt kommt natürlich, last but not least, unser alles Käse. Mit alles Seepferdchen. Käse. Oh mein Gott. Mit der Kopfbedeckung und der Handtasche und der Kette. Und das Gesicht ist voll süß. Danke, danke. Großer Fan, großer Fan. Ich sag, Topmodel das und das nicht ohne Grund. Und du glitzerst auch noch. Mhm. Und? 5. Ich habe allen eine 5 gegeben. Guck mal, was für ein netter Mitspieler. Yes! Oh, Kylie Jenner hat gewonnen. Du bist Zweiter. Ich find's gut, dass unsere mit dem lustigen Hütchen auf dem dritten Platz ist. Jetzt verdient. Nicht schlecht. Ja. 5. Puh. Die wissen nicht, was gut ist. Okay, Kategorie Neujahr. Hast du Silvester gefeiert? Hast du irgendwas gemacht? Warst du... Ich habe mir ein bisschen, es haben ja viele Leute Feuerwerk und so gemacht. Ich habe es mir angeschaut vom Balkon aus. Ja, ja. Same. Sonst eigentlich nicht. Nein, dieses Jahr leider. Ja. Yeah. Aber ehrlich gesagt gar nicht mal so leider, weil ich bin kein großer Silvester-Fan. Ich finde Weihnachten wunderschön. Mhm. Aber Silvester ist gar nicht so mein Ding, von daher ist es eigentlich okay gewesen. Oh, okay. Bei dir? Ja, ich habe, also unsere Nachbarn oder weiß ich nicht, wer da bei uns in der Gegend war, haben richtig, richtig viel geböllert. Ich habe gedacht, okay, ja, ich wohne in einem eher abgelegeneren Stadtteil. Ja. Da wird nicht so viel los sein, aber die waren den ganzen Abend added. Die waren auch zwischendurch, haben sie immer mal wieder auf diese Heuler gewechselt. Ich habe zwischendurch mit meinen Freunden telefoniert halt. Und die haben diese Böller im Hintergrund gehört, aber die Heuler nicht. Die hat nur ich für mich alleine. Das war immer sehr schön. Ah, nicht schlecht. Ja, ja. Irgendwelche Neujahrsklamotten? Nee, ich will irgendein glitzerndes Kleid oder so. Ich habe das Gefühl, das ist sehr Stereotyp, was man silvestermäßig anhat. Hatte ich zwar noch nie selber, aber wenn ich eins hätte, würde ich es an Silvester anziehen. Die Sachen sind halt alle so kalt. Niemand zieht sich an Silvester so kalt an, oder? Ist nicht so schlau, nee, das stimmt. Dezember. Ja. Yeah. Mitten im Winter. Da frieren die doch. Kann ich mir jetzt hier eine Mütze aufziehen? Eine Krone. Oho. Ja, ja. Ha. Mhm. Obwohl, kann doch nicht sein, dass es hier keine Raketen gibt, sag mal. Aber dann ziehe ich die Krone wieder aus. Zack. Häschenkapuze. Nee, geht nicht. Will nicht. Dann wieder die Krone. Oder eine Mütze, denn es ist ja kalt draußen. Was sagt mehr Neujahr als eine Kanada-Mütze? Irgendwas, ich habe halt null Sachen, die irgendwie nach Neujahr aussehen. Ja, das ist schade, weil ich schon. Ich hole das Ding nach Hause. Ich gewinne das trotzdem wieder, Ronja. Was denkst du dir eigentlich? Klar gewinnst du das trotzdem wieder, weil die Leute wissen, wer du bist und sind alle so... Das stimmt gar nicht! Sieht komisch aus. Nein! Die hat lange Nein! Warum? Irgendwie geht die Zeit immer so schnell rum. Okay, die Jury ist bereit. Jill 9797. Auf dem ersten Platz. Wow. Ich bin Bruno, der Kameramann. Wer ist denn Bruno, der Kameramann? Wer ist Bruno, der Kameramann? Und was hat er mit Bruno, der Kameramann, das gibt es! Okay, und? Das ist irgend so ein Video von irgendwelchen Leuten. Warte mal, was passiert da? Okay. Die andere hat sich so ein bisschen... Also das Make-up ist für mich eher Halloween. Aber... Gib mal 3 Sterne für den Versuch. Hier, warte, Ronja, hier ist das Video. Das hat 3 Millionen Views. Willst du es dir jetzt Bruno live anschauen? Bruno, der Kameramann? Ja, ich will es mir jetzt live anschauen. Ich vote für dich. Ich vote einfach okay, danke. Mit 5 Sternen. Dann vote ich deine Sterne mit. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Oh, der ist Schweizer, der Bruno. Highlight, warte. Highlight, alles geht Highlight auf der Bühne. Warte, bist du schon? Ja, du verpasst es. Ich kann nicht voten. Weil ich mir Bruno den Kameramann angeguckt habe. Oh no. No. Warte noch schnell. Verbindung getrennt. Erneut verbinden. Nein. Roblox. Oh, okay, nice. Ich kann wieder voten. Ich habe irgendjemandem 5 Sterne gegeben. Den mit dem Herzchenballon. Echt, bist du wieder da? Ja, ich bin da. Auch in der richtigen Runde? Ja. Ja, neuer. Okay, cool. Okay, warte, wen haben wir jetzt? Die hat so, hier, sind so Zuckerstangen. Ja, ja. Alter, Silvester Outfit. Guck mal, da sind Sterne drauf. Das ist wirklich gut, 5 Sterne gebe ich dir. Ja. Ist gut. Großer nice. Fan. Okay. Ich glaube, das war's, oder? Cool, dann bin ich wirklich rechtzeitig für die Auflösung wieder da. Absolut. Perfektes Timing. Und die Gewinner sind... Trommelwirbel! Keiner von uns. Warte, wer ist weiter vorne, du oder ich? Ich sag du. Letzter Platz. Ich bin gar nicht dabei. Aber nur weil du nicht dabei bist. Ja, das weißt du ja nicht. Ansonsten hätte ich nämlich gewonnen, wenn ich dabei gewesen wäre mit hier. Ach, Ronja. Ja, so wäre es gewesen. Garantiert. Anders kann ich es mir nicht erklären. Gut, das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und dann schreibt einen Kommentar.
was ihr von Bruno, dem Kameramann, haltet. Ja, ich meine, ist ja auch, manchmal muss man einen Diskurs machen. Das ist wie wenn die Lehrer sagen, oh ja, wir machen jetzt einen Exkurs, das ist nicht klausurrelevant, aber guckt euch das trotzdem an. Genau so, ja. Ah ja. Ja, genau. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.